Berlinale. Hinter dieser Glitzerfassade geht es um knallharte Geschäfte, um Milliarden, auch für Film- und Musikrechte. Im Kino, in Konzerten, im Internet, überall macht die Film- und Musikindustrie ihre Urheberrechte geltend. Dennoch, über Tauschbörsen und Raubkopien im Netz gehen der Branche jedes Jahr angeblich Milliarden verloren. Diese Schäden sind schwer zu errechnen, weil das natürlich ein Dunkelfeld ist, in dem man sich da bewegt. Man kann Schätzungen abgeben und es gibt Schätzungen für den Sektor der Kreativwirtschaft, also Film, Musik und andere. Alleine für Deutschland, dass es ungefähr 500 Millionen pro Jahr ist, die verloren geht durch illegale Produkte. Das soll Matthias Leonardi verhindern. Mit seinem Team stöbert er Urheberrechtsverletzer auf, zeigt sie an. Im Netz ein fast aussichtsloser Kampf. Unterstützung erhofft er sich jetzt von ACTA. Dagegen Proteste, ein paar Straßen weiter in Berlin. Gegen ein Abkommen, das Strafen gegen Raubkopierer und Online-Piraten international vereinheitlicht, mehr Kontrollen will. User fürchten Zensur, totale Überwachung. ACTA ist ein intransparentes, schädliches und undemokratisch verhandeltes Abkommen auf internationaler Ebene, was das bestehende Urheberrecht zementieren wird. Agitieren gegen ACTA. Mit solchen Online-Videos ruft die Web-Guerilla Anonymous zum Widerstand auf. Die Konsequenzen daraus sind furchtbar. Internetzensur, beschränkte Meinungsäußerung, totale Überwachung all deiner Netzaktivitäten, Verlust der Freiheit und der Bürgerrechte. Populismus, teilweise Fehlinformationen. Aber Fakt ist, ACTA strebt die Zusammenarbeit zwischen Netzanbietern und Rechteinhabern an. Mögliche Konsequenz: Nutzer, die Filme und Musik illegal runterladen, könnten gemeldet werden. Direkt, ohne richterlichen Beschluss wie bisher in Deutschland. Provider müssten dafür den gesamten Internetverkehr ausspähen, E-Mails lesen, Chats überwachen, Webseiten kontrollieren. Das wäre wie, wenn die Deutsche Telekom, während wir telefonieren, mithören würde, ob ich Ihnen jetzt ein Lied von Madonna singe. Also das ist eine Echtzeitüberwachung, wie wir sie eigentlich nur aus repressiven Regimen wie China kennen. Wir wollen keine chinesischen Verhältnisse in Deutschland, niemand will das. Es war ein Unterschied, ob ich Informationen austausche oder ob ich Filme und Musik hochlade, die dann 1000 andere Leute sich runterziehen. Das hat nichts mit Informationen zu tun. Das sind völlig verschiedene Dinge. Vieles in ACTA vage formuliert. Jede Vertragspartei ist bestrebt, heißt es, oder eine Vertragspartei kann. Für die Industrie ist ACTA harmlos. Sehr viele Dinge, wie zum Beispiel Auskunftsanspruch, um herauszufinden, wer hat die Rechte eigentlich verletzt, das gibt es in Deutschland alles schon. Also ein Stück dieser Aufregung ist auch gekünstelt. Gekünstelte Aufregung, überzogene Befürchtungen? Die politische Stoßrichtung von ACTA ist klar. Rigides Durchgreifen im Netz. Selbst wenn ein internationales Abkommen vage formuliert ist und sollte oder kann Bestimmungen darin enthalten sind, dann ist das eine Richtungsentscheidung. Auch Rechtsexperten haben Bedenken. Der Vertrag sei einseitig. Viele Rechte für die Industrie, zu wenige für die Nutzer. In ACTA fehlen zum einen Rechtsschutzgarantien. Es ist immer geregelt, was die Rechtsinhaber machen können, beispielsweise Eilmaßnahmen ergreifen, wenn Verletzungen vorliegen. Und auf der anderen Seite fehlt dann aber jeweils der Rechtsschutz für die Beklagten. Die EU-Kommission. Seit 2007 wird hier mit Ländern wie den USA, Japan, Neuseeland über ACTA verhandelt. Die Treffen vertraulich. Verhandlungsprotokolle bleiben unter Verschluss. Bürgerrechtsgruppen bekommen geschwärzte Dokumente, obwohl sie öffentlich sein müssten. Die Kommission verschlossen. Gibt sich aber offen. Nur weil es vertrauliche Treffen gab, heißt das doch nicht, dass die EU nicht versucht hat, so offen wie möglich zu sein. Aber selbst EU-Parlamentarier, die über ACTA abstimmen sollen, fühlen sich schlecht informiert. Jedes Mal habe ich Standardantworten bekommen, die mir selten neue Informationen gebracht haben. Und das halte ich für keine Art und Weise, wie man zwischen Kommission, die aushandelt, und dem Parlament, das das Ganze am Ende annehmen soll, umgeht. Intransparenz. Warum? Kritiker vermuten, die Kommission will den Einfluss der Film- und Musiklobby diskret behandeln. Es gibt den Bundesverband der Musikindustrie zum Beispiel, die immer wieder zu mir kommen und mit mir reden. Wie gesagt, ein legitimes Anliegen und ein legitimes Vorgehen. Nur es ist oftmals aus meiner Perspektive sehr unausgeglichen, weil zum Beispiel die Interessen der Verbraucherinnen und Verbraucher und ihrer Rechte ist nicht so stark vertreten wie die Interessen von Wirtschaftsverbänden und Konzernen. Und die wollen härtere Regeln. Wer Inhalte illegal ins Netz stellt, weiterverteilt oder herunterlädt, müsse bestraft werden.
Streng genommen begeht damit fast jeder Internetnutzer Urheberrechtsverletzungen, oft ohne es zu wissen. Zum Beispiel, wer einen Link zu einer anderen Seite an seiner Facebook-Pinnwand postet. Automatisch erscheint ein Vorschaubild. Dieses wird auf den Facebook-Servern gespeichert, ohne Zustimmung des Urhebers. Sogar Nutzer, die es besser wissen sollten, tappen in die Urheberrechtsfalle. Sebastian Blumenthal, FDP-Experte für neue Medien. Auf seiner Homepage ein Bild ohne Angabe des Urhebers, das Foto geklaut. Auch Journalisten verletzen das Urheberrecht im Internet mit ungenauen Quellenangaben. Oft nur der Hinweis Internetvideo. Noch besser, süddeutsche.de erklärt das Bildschirmfoto eines YouTube-Videos zu ihrem Eigentum. Das Urheberrecht zu kompliziert fürs Netz. Was man an den Beispielen sehr gut sehen kann, ist, dass Urheberrechtsverletzung nicht immer bedeutet, dass Menschen mit krimineller Energie im gewerblichen Ausmaß Urheberrechte verletzen, sondern dass es vielfach heute als normal wahrgenommene Verhaltensweisen im Internet sind, die man als Nutzer zwangsläufig begeht. Mit ACTA soll ein Urheberrecht auf internationaler Ebene gestärkt werden, das keine Rücksicht nimmt auf den digitalen Fortschritt. Für Online-Aktivisten eine Katastrophe. Wir wollen eine Reform des Urheberrechts, wir wollen keine Zementierung. Da kann man nicht einfach in den Hinterzimmern weiter das bestehende Urheberrecht verschärfen und gar nicht auf die veränderten Mediennutzungsverhalten der ganzen Bevölkerung Rücksicht nehmen. Ich denke, man zäumt das Pferd von hinten auf, wenn man sagt, das Urheberrecht passt nicht mehr zum Internet. Das Urheberrecht stammt aus einer analogen Welt, es ist sehr viel älter als das Internet. Das Internet ist aber als solches nichts Neues in dem Sinne, dass es nach wie vor Leute gibt, die kreativ sind, die Werke schaffen und Leute gibt, die diese Werke annehmen, rezipieren, als Konsumenten benutzen. Das hat es vor dem Internet gegeben, es wird es hoffentlich nach dem Internet noch geben. Das Internet soll sich also dem Urheberrecht anpassen. Absurd für die Demonstranten. Wunschdenken der Content-Industrie. Im Mai stimmen die EU-Parlamentarier darüber ab, wer sich durchsetzt. Ob ACTA ad acta gelegt wird.